Die Ströme beherrschen unsere globalisierte Welt. Hierbei sprechen wir über Finanz-, Kapital- und Handelsströme, selbstverständlich auch über Waren- und Datenströme. Die wichtigsten im Augenblick aber sind die Migrationsströme. Sie alle zeigen, dass unsere Welt immer enger zusammenwächst, aber auch, dass sie in ihrer Verantwortlichkeit zusammenwachsen muss. Welche Stellung nehmen die Grenzen im Zeitalter der Globalisierung ein? Werden die Grenzen als Hindernisse betrachtet, muss man sie beseitigen, damit der globale Markt seine Ströme und Gewinne maximiert? Können dadurch die neuen Millenniumsziele der UN überhaupt erreicht werden? Brain Drain und Brain Gain sind englische Begriffe, die Migrationsbewegungen beschreiben. Sie beschreiben die Verteilung der Ressource Mensch, die Spitzenkräfte, die von einem Ort, einer Region oder einem Land zum anderen migrieren. Die daraus resultierenden Berichte beschreiben auch die entstandenen Folgen. Erstens für den Betroffenen selbst, aber auch für die alte und die neue Heimat. Schon 2009 forderte die OECD eine verantwortliche Rekrutierungspolitik der Industriestaaten. Auch mit ihren Empfehlungen vom Dezember 2014 drängte die OECD bezüglich der Implementierung der Reformen für Smart Einwanderungs- und Integrationspolitik. Zu den Legalen gehören auch die illegalen Migrationsbewegungen und auch die Flüchtlinge, die in der EU zwar auf eine illegale Weise eingereist sind, aber unbedingt unseren Schutz benötigen. Welche Auswirkungen haben diese Bewegungen auf die EU-Außengrenze, auf den Schengen-Raum und auf das gemeinsame europäische Asylsystem? Drohen sie auseinanderzubrechen? In welche Beziehungen stehen sie zueinander? Welche Maßnahmen hat die EU ergriffen, damit die Sicherung der Außengrenzen und die europäischen und nationalen Asylsysteme wieder funktionieren können? Lässt sich der Schengen-Raum trotz Terrorgefahr erhalten? Eine Antwort auf manche dieser Fragen und vieles mehr haben wir während der jährlichen Konferenz der EU-Grenzverwaltung in Erfahrung bringen können. Die Konferenz wurde von der Europäischen Rechtsakademie in Trier organisiert. Wir haben Statements und Antworten von Dr. Charles Elsen, der erster Generaldirektor des EU-Rates für Justiz und Inneres ist, von Klaus Rösler, dem operativen Einsatzleiter der EU-Frontex-Agentur, von Hervé Bleujean, dem stellvertretenden Kommandeur der neuen EU-Marineoperation EUNAV4MED, von Mika Rytkön, Colonel von der Grenzschutzbehörde des Innenministeriums Finnland, sowie von Dr. Jorrit Rippmer, Juniorprofessor von der Rechtsabteilung der Universität Leiden, Niederlande. Zuerst ein Rückblick, da wir dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum für den Schengen-Raum gefeiert haben. In den vorherigen EU-Grenzmanagement-Beiträgen haben wir über die wachsende Rolle der EU-Frontex-Agentur, über Eurosur, EU-LISA und über den Schengen-Raum gesprochen. Die Entstehung des Schengen-Raumes hat uns nicht nur gezeigt, dass die Grenzen als experimentelles Konstrukt beweglich sind, sondern auch, dass die Abschaffung der Binnengrenzen neue Möglichkeiten eröffnen. Mehr als 500 Millionen Menschen und mehr als 22 Millionen Unternehmen profitierten davon. All das ist möglich, weil es eine neue Sicherheitsarchitektur bzw. neue Regelungen, Strukturen und neue Mechanismen gibt. Dies alles hat nicht verhindert, dass wir dieses Jahr trotzdem vor neuen Herausforderungen stehen, die niemand vorausgesehen hat. Eine Krise, wie sie jetzt durch die Flüchtlingswelle aus Syrien und aus anderen Staaten entstanden ist, konnte niemand im Voraus planen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass dann einige Staaten Probleme haben und dass die Schengen-Regeln, besonders was die Kontrolle an den Außengrenzen angeht, nicht standhielten. Die Minister haben reagiert. Ich glaube, der luxemburgische Vorsitz unter unserem Außenminister Asselborn hat gute Arbeit geleistet. Und es geht jetzt unter anderem darum, diese Flüchtlinge in einer so weit wie möglich gerechten Art und Weise unter die Mitgliedstaaten aufzuteilen. Es ist klar, dass ein oder zwei oder drei Mitgliedstaaten dies alles nicht schaffen können. Das soll aber, und das ist meine Meinung und die Meinung ist von vielen geteilt, soll aber das Schengen-Konzept als solches nicht in Frage stellen. Und auch alle die das jetzt in die Diskussion bringen und zum Teil in Frage stellen oder auch das Dublin-System kritisieren und sagen,
es muss ein neues System kommen, es muss ein Schengen II werden oder was auch immer. Die haben nichts entgegenzustellen. Es ist leicht zu sagen, so wie es jetzt ist, geht das nicht, wenn man nicht sagen kann, was man machen muss, damit das besser geht. Auf jeden Fall ist klar, dass man nicht wieder zurückkommen soll zu dem System, wo alle Grenzen, nationalen Grenzen innerhalb des Schengen-Raums wieder kontrolliert werden müssten. Erstens verstößt das gegen die aktuellen Verträge der Union. Und zweitens ist das etwas, was die jüngeren Generationen nicht erlebt haben und die Älteren, die das mitgemacht haben, an einer Grenze im Stau zu stehen, die das nie mehr möchten. Ich glaube, dass der Schengen-Besitzstand ein solch wichtiger Teil des Bestandteils der Europäischen Union geworden ist, dass man nicht ohne ihn leben kann, dass wohl einiges neu oder besser gemacht werden kann. Das Wichtigste, was wir während der letzten Konferenztage gesehen haben, ist, dass Schengen kontinuierlich unter immensem Druck steht. Wenn es um einen möglichen Terrorangriff geht, dann wird die Abschaffung der Schengen gefordert. Wenn ein Zustrom von Migranten oder Asylsuchenden entsteht, dann ruft man Schengen stoppen. Ich denke, dass das eigentlich sehr gefährlich ist. Wir sollten nicht vergessen, dass wir sehr viel von Schengen profitieren, dass es einen großen wirtschaftlichen Nutzen durch Schengen gibt. Schengen ermöglicht auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Die beiden Probleme wie Terrorismus und Flüchtlings- bzw. die Asylverwaltung können nicht allein von einzelnen Mitgliedstaaten gelöst werden. Die Anwenderstaaten des Schengener Abkommens können schon seit 2014 in besonderen Notfallsituationen Kontrollen an den Binnengrenzen durchführen. Das Reformpaket, das unter dem Namen Schengen Governance Package bekannt ist, beinhaltet zwei Maßnahmenbereiche. Erstens eine neue Maßnahme zur Evaluierung der Anwendung des Schengener Vertrages. Zweitens als Notfallmechanismus die Änderung des Grenzkodex zur temporären Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen. Hierbei muss die Anwendung des Schengen-Besitzstandes überprüft werden. Dies geschieht mithilfe eines Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus. Der Mechanismus basiert auf gegenseitiges Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten. Er basiert auch auf der Sicherheit für den Raum, die ohne Kontrollen an den Binnengrenzen notwendig ist und von anderen Mitgliedstaaten zu gewährleisten ist. Als Experte erzählt uns Mika Rytkön, Colonel von der Grenzschutzbehörde des Innenministeriums von Finnland, mehr aus seiner praktischen Erfahrung. Eines der wichtigsten Instrumente des Schengen-Evaluierungsmechanismus sind die Experten, die verantwortlich für die Durchführung und für die Auswertung der Ergebnisse sind. Ihr wichtigstes Produkt ist der Evaluierungsbericht. Also, die hochqualifizierten Sachverständigen werden aufgefordert, in das Land zu kommen, das ausgewertet werden muss. Sie kontrollieren und überwachen jeden Aspekt des Schengen-Besitzstandes. Ihre Ergebnisse sind im Evaluierungsbericht verfasst. Dann geben sie eine Empfehlung, wie die Mängel zu beseitigen sind. Sie geben an alle Länder auch Beispiele für die bewährten Vorgehensweisen. Der Rat übermittelt dem betroffenen Staat mithilfe des Evaluierungsberichts die Empfehlungen, die während der Auswertung entstanden sind. Die Ergebnisse werden in Bewertungskategorien aufgelistet. Manche Ergebnisse sind nicht konform mit der Einhaltung der Schengen-Akquise. Also müssen sie von den Mitgliedstaaten rasch korrigiert werden. Andere Ergebnisse sind konform mit der Schengen-Akquise. Jedoch sind manche Verbesserungen erforderlich. Hier gibt es keine Eile, um diese zu korrigieren. Ein neuer Mechanismus soll die Folgemaßnahmen der Mission umsetzen, wie alle übermittelten Empfehlungen umgesetzt sind, ob die Mängel korrigiert wurden. Es ist wichtig zu überprüfen, ob die Schengen-Akquise und die Schengen-Regelung korrekt implementiert sind. Also, wir müssen kontrollieren, ob die Mitgliedstaaten das EU-Recht richtig anwenden. Hier geht es um die Grenzverwaltung und den Schengen-Grenzkodex. Also um die örtliche Grenzverwaltung und deren Schengener Grenzkodex, die Regulierung des Grenzverkehrs, die Eurosur-Regulierung, die Frontex-Regulierung,
Visa-Kodex und so weiter. Schengen Borders Code, Local Border Traffic Regulation, Eurosur Regulation, Frontex Regulation, Visa Code and so on. Darüber hinaus gibt es faktische Rechte, die Leitlinien für die Umsetzung dieser Vorschriften beinhalten. Am wichtigsten ist der Schengen-Katalog der Grenzkontrollen. Er beinhaltet die Empfehlungen der EU-Kommission, wie der Grenzkodex zu implementieren ist. Es ist ein Schengen-Handbuch für Grenzschutzbeamte. Laut EU-Lex, wenn eine solche Evaluation zu dem Schluss kommt, dass ein Staat an der europäischen Außengrenze nicht in der Lage ist, die Außengrenzen zu kontrollieren und dieser Zustand auch nach weiteren 3 Monaten anhält, kann ein sogenannter Notfallmechanismus zum Einsatz kommen. Im Notfall ist vorgesehen, dass der Ministerrat eine Empfehlung zur Einführung von Kontrollen an einzelnen Abschnitten oder der gesamten Binnengrenze eines oder mehrerer Mitgliedstaaten ausspricht. Diese Regelung soll jedoch nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn das Funktionieren des Schengen-Systems sowie die innere Sicherheit einzelner Mitgliedstaaten gefährdet sind, etwa bei einem massiven Anstieg irregulärer Migration. Brüssel hat am 23. September ein Verfahren gegen einige EU-Mitgliedstaaten eingeleitet, da sie nicht die bestehenden Gesetze des EU-Asylrechts angewendet und in ein Nationalrecht eingebettet haben. Wir sehen oft, dass viele Mitgliedstaaten die gemeinsamen europäischen Asylregeln entweder gar nicht oder falsch umsetzen. Ein Teil der europäischen Flüchtlingskrise, die wir jetzt haben, ist durch die Anwendung unterschiedlicher Regelungen der Mitgliedstaaten verursacht worden. Wir befinden uns in den Schengen-Raum, wo es keine Grenzen gibt. Die Aufhebung der Binnengrenzkontrollen ist nur dann möglich, wenn es einige gemeinsame Regeln für die Außengrenzen, für Visa und Asyl gibt. So, wie wir jetzt sehen, wenn etwas falsch in diesen gemeinsamen Regeln läuft, dann sind es auch die Regelungen, die die Aufhebung der Binnengrenzen und den Verlust der Kontrolle an den Binnengrenzen verursacht haben, sodass die Grenzen unter Druck kamen. Deshalb haben wir in den vergangenen Monaten gesehen, wie ein Mitgliedstaat nach dem anderen die Grenzkontrollen wieder eingeführt hat, weil es nicht den massiven Zustrom von Flüchtlingen bewältigen konnte. Im Prinzip ist es ihnen erlaubt, dies zu tun, jedoch nur, wenn es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gibt. Die Frage ist, kann man wirklich sagen, dass der Zustrom von Migranten und von Asylsuchenden eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt? Ich frage mich das, weil die Regeln des Gerichtshofs sehr streng bei der Interpretation der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit sind. Laut EU-Lex, zunächst ist jedoch zu überprüfen, ob die Defizite bei der Kontrolle der Außengrenze mit anderen Maßnahmen, etwa durch die Unterstützung der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex oder anderer Mitgliedstaaten behoben werden können. Was auch jetzt der Fall ist, im Augenblick intensiviert die Frontex-Agentur seine Arbeit auf den griechischen Inseln in der Ägäis. Die Agentur hilft bei der Registrierung von Migranten, die sich an den griechischen Grenzen befinden. Dasselbe gilt für die Grenze zwischen Kroatien und Serbien. Zusätzliche Operationen sind für Griechenland, Kroatien und Bulgarien vorgesehen. Das aktuelle Lagebild der Migration im Jahr 2015 zeigt, dass wir bereits mehr als 600.000 Feststellungen irregulärer Grenzübertritte an den Außengrenzen der Europäischen Union und Schengen-Staaten haben. Sie verteilen sich mit Masse, nämlich mit 300.000 auf die Seegrenze zwischen Griechenland und der Türkei, mit 200.000 auf die Landgrenze zwischen Kroatien oder früher vor allen Dingen Ungarn und Serbien und mit etwa 120.000 auf die Seegrenze zwischen Italien und Tunesien, Libyen, Ägypten. Diese Situation hat bereits im Frühjahr nach schweren Unglücksfällen auf See
zu EU-Ratsbeschlüssen geführt, mit denen die Maßnahmen von Frontex erheblich verstärkt wurden. Diese Verstärkung bezog sich auf die zur Verfügungstellung von Haushaltsmitteln. Wir haben für das Jahr 2015 etwa 25 Millionen Euro zusätzlich erhalten und für das Jahr 2016 45 Millionen Euro zusätzlich erhalten, um die maritimen Einsätze zu verstärken und den damit immer verbundenen Ausbau der Bereitstellung von Seenotrettungskapazität zu verstärken. Das bedeutet, wir leisten aktuelle Nothilfe in der Seenotrettung auch zur Unterstützung der Mitgliedstaaten und ihrer Behörden auf den hauptbetroffenen Routen. Wir haben unsere Operationen im Seegebiet südlich von Italien erheblich verstärkt. Wir setzen dort zum Beispiel 18 Schiffe und Boote gleichzeitig ein. Wir setzen bis zu 7 Hubschrauber gleichzeitig ein. Aber wir haben auch eine wichtige Komponente bei unseren maritimen Einsätzen. Und dies sind der Einsatz von Interviewteams, mit denen wir zur Erkennung der Nationalität, zur Identifizierung und zur Registrierung der ankommenden Personen beitragen. Und dieses Element werden wir in den nächsten Tagen und Wochen unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise noch erheblich verstärken. Wir haben gerade in diesen Tagen eine weitere Anforderung an die Mitgliedstaaten herausgegeben, die Staaten Italien und Griechenland mit zusätzlichen mehreren hundert Beamten darin zu unterstützen. Damit folgen wir auch politischen Zusagen und politischen Absichtserklärungen. Frontex beteiligt sich auch an den jüngst verabschiedeten Maßnahmen der Europäischen Kommission, sogenannte Hotspots einzurichten und dort eine verstärkte Präsenz von EU-Agenturen zur Unterstützung der Mitgliedstaatenbehörden durchzuführen. Zum Beispiel die Unterstützung von Frontex, von Europol, die Unterstützung durch das Europäische Asyl Support Office. Die kommen zusammen für eine bestimmte Region, beispielsweise für Italien in Catania. Dort haben wir seit Juni ein Büro eröffnet, bei dem die EU-Behörden stärker zusammenarbeiten, um in einer Weise der konzertierten Aktion die italienischen Behörden zu unterstützen. Und das Gleiche ist auch für Griechenland geplant. Die Verbesserung der Rettung von Menschenleben auf See ist im April 2015 eingeleitet worden. Das betrifft die Such- und Rettungsoperationen, die im Rahmen der Poseidon- und Triton-Operation durchgeführt werden. Die Bekämpfung der sogenannten kriminellen Netze, der Migrantenschlepper und Schleuser, ist durch eine EU-Marineoperation in mehreren Phasen gestartet. Was Sie nun im Mittelmeer sehen, ist die sogenannte Mission der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Eine Polizeimission, die mit der Hilfe der militärischen Mittel geführt wird. Denn wir sind auf hoher See. Daher muss es große Schiffe geben, die auf die Bekämpfung des Menschenschmuggels fokussiert sind. Die Mission kann nicht nur in den nationalen, sondern auch in den internationalen Gewässern durchgeführt werden. Wenn es eine EU-Sicherheitsresolution gibt, dann auch in den Hoheitsgewässern von Libyen. Das ist der Grund, warum Frontex nicht die Kompetenz hat, in den Hoheitsgewässern von Libyen zu agieren. Auch EUNAV-Formed darf nur mit der Erlaubnis der libyschen Regierung oder mit einer EU-Resolution operieren. Ich bin Konteradmiral der französischen Marine und stellvertretender Kommandeur der neuen EU-Marineoperation EUNAV-Formed Sophia, die von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gebilligt ist. Ich möchte etwas über die Ziele und über die wichtigsten Aspekte dieser Operation erzählen. Zuerst, EUNAV-Formed ist keine Rettungsoperation.
Im zentralen Mittelmeer gibt es andere EU-Operationen mit dem Ziel, die Menschen auf See zu retten, wie zum Beispiel die Frontex-Agentur, deren Aufgabe nicht nur die Außengrenzen zu schützen ist, sondern auch die Menschen auf See zu retten. Unsere Aufgabe ist, das Geschäftsmodell des Menschenschmuggels bezüglich der irregulären Migration im zentralen Mittelmeer zu zerstören. Das ist unsere Aufgabe und auch der Unterschied zu den anderen Operationen. Wir wollen uns der Verbrecher widmen, die das Leben der Menschen auf dem Meer in Gefahr bringen, um Geld mit der Verzweiflung der Menschen zu verdienen. Natürlich führen wir auch eigene Rettungsmaßnahmen, weil das gemäß den internationalen Vorschriften verpflichtend ist. Wir machen das und neben den Rettungsmaßnahmen ist für uns das Interesse, mit den Migranten Gespräch zu führen. Wir lernen sehr viel daraus. Unsere EU-Marineoperation verläuft gemäß internationaler Abkommen und den Grundrechten wie das Prinzip der Nicht-Zurückweisung. Selbstverständlich werden wir nie etwas tun, was das Leben von Menschen auf der See in Gefahr bringen könnte. Vor allem das Leben der Migranten. Das ist für uns sehr wichtig. Diese Aktion ist vor allem so ausgewählt worden, um sicherzustellen, dass wir das Leben der Menschen nicht in Gefahr bringen. Wir werden in einer Weise gegen die Verbrecher kämpfen, aber sie sind Verbrecher, sie sind nicht Soldaten, sie sind nicht Kombattanten. Also müssen wir alle Vorschriften, die in Zusammenhang mit der Bekämpfung der kriminellen Aktivitäten stehen, respektieren. Das ist der Grund, warum diese Operation eine Art Polizeioperation ist, die mit dem Einsatz der militärischen Mittel durchgeführt wird. All das macht diese Vorgehensweise möglich. Zwischen dem 23. und dem 24. Oktober koordinierte Europols Joint Operation Team Mare eine gemeinsame polizeiliche Aktion mit 365 Polizisten aus Spanien und Polen. Diese Aktion richtet sich gegen die organisierten kriminellen Banden, die tödliche Fahrten der Migranten über das Mittelmeer und Ausbeutung der Migranten als illegale Arbeitskräfte organisieren. Auch das Konzept des EU-Systems der Grenzschutzbeamten ist wieder ins Gespräch gekommen. Wir sehen, dass die Idee des Europäischen Grenzschutzkorps bereits seit 2002 existiert. Jedoch erst jetzt, wo es die aktuelle Migranten- und Flüchtlingskrise gibt, ist das Thema wieder auf den Tisch gekommen. Sie sehen, dass im Laufe der Jahre die Frontex-Agentur mehr Befugnisse, mehr Geld und mehr Personal erhalten hat. Langsam nähern wir uns ein bisschen mehr an die Idee der europäischen Grenzschutzbeamten an. Jedoch ist Frontex nicht ein europäisches System der Grenzschutzbeamten. Er hat keine Befugnisse dafür. Er darf nur die Mitgliedstaaten unterstützen, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu koordinieren. Die Frage ist, wollen wir in der Zukunft etwas mehr, etwas Größeres haben? Dann in der Tat müssen wir über die europäische Grenzschutztruppe reden. Die Frage ist, ob es politisch machbar ist. Als Anwalt frage ich mich auch, ob die Europäische Union die Befugnisse hat, ein solches zentrales System zu billigen. Die nächste Frage ist natürlich, wie könnte ein solches europäisches Grenzschutzsystem aussehen? Welche Funktionen wird es haben? Wird es zu einer mächtigen Frontex oder wird es ein zentrales Kommando in Brüssel, das neben Frontex funktionieren wird? Wir wissen es nicht. Das ist nur eine Einschätzung. Es gibt Vorschläge für verschiedene Optionen. Was wir bis jetzt haben, ist Frontex. Am 8. Oktober schlug der französische Innenminister die Einführung eines europäischen Systems der Grenzschutzbeamten vor. Die Grenzschutzbeamten aus den Mitgliedstaaten könnten unter die Autorität der Frontex-Agentur gestellt werden, während die Staaten ihre Kontrolle über die Verwaltung der eigenen Außengrenzen beibehalten könnten. Das Maßnahmenpaket der intelligenten Grenzen, Smart Borders Package, soll den Grenzübertritt in der EU verbessern. Bis spätestens 2018 sollen an ca. 1800 Grenzübergängen das Registrierungsprogramm für Vielreisende Registered Traveller Program, RTP, und ein Kontrollsystem zur Erfassung von Ein- und Ausreisen namens Entry-Exit System implementiert werden.
Wir sind in Europa und Schengen ist ständig konfrontiert mit steigenden Grenzüberschreitungen an den Landgrenzen, auch auf See und an den Luftgrenzen. Wir brauchen ein gut funktionierendes System, um es verwalten zu können. Außerdem müssen wir die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Kontrollen erhöhen. Die intelligenten Grenzen ist ein Vorschlag der EU-Kommission. Und dies beinhaltet das Entry-Exit-System und das Registered Traveller Program. Selbstverständlich, dass die Verwendung von automatischen Grenzübergängen dazugehört. Wir benutzen sehr oft die automatischen Grenzübergänge. Zurzeit, wegen des Schengener Grenzkodex, können sie nur für den EU-Nationalcheck verwendet werden. Es ist nicht erlaubt, von der dritten Staatsangehörigen verwendet zu werden. Hier gibt es ein Pilotprojekt, die den dritten Staatsangehörigen erlaubt, die automatischen Grenzübergänge zu benutzen, aber danach müssen sie von den Grenzschutzbeamten nochmals überprüft werden, interviewt werden und danach müssen die Dokumente abgestempelt werden. Das sind die Anforderungen, die in den Schengen-Grenzkodex festgelegt sind, die erfüllt werden müssen. Die intelligenten Grenzen können nicht ohne Änderungen in der EU-Verordnung umgesetzt werden. In Finnland haben wir eine lange Landgrenze mit Russland. Es ist eine sehr stark ausgelastete Grenze. Wir haben ein nationales Entry-Exit-System, so wie die anderen 12 EU-Länder. Dies ist jedoch nicht so ein nützliches Werkzeug im Schengen-Raum, da die Binnengrenzen der EU offen sind. Als Beispiel: Wir registrieren am Grenzübergang, wenn jemand von Russland nach Finnland kommt. Aber ob dieser Reisende über Estland oder Spanien den Schengen-Raum verlassen hat, das wissen wir nicht. Es sollte für den Schengen-Raum ein gemeinsames Entry-Exit-System geben. Dieses System sollte die biometrischen Daten enthalten, um sicher zu sein. Der beispiellose Anstieg der irregulären Migration entwickelt sich von einer Migrationskrise zu einer humanitären, die sich später zu einer Protektionskrise entwickelt hat, was zu der EU-Vertragsverletzung führte. Die Entwicklung geht sogar bis zum asymmetrischen und selektiven Umgang mit den Menschenrechten hin. Eine Lage, die zu Animositäten und sozialen Unruhen in der EU führen kann. Außerdem bringt die Politik der offenen Außengrenzen eines EU-Raumes mit fehlender Kontrolle der Binnengrenzen die Position der Staatlichkeit in Gefahr. Nicht zu vergessen, dass die Menschen zu uns kommen, weil wir ihnen auch die Strukturen und die Sicherheit des Rechtsstaates anbieten, die sie in ihrer Heimat nicht haben. Die Einhaltung der EU-Verträge und Gesetze sind die sine qua non. Ohne eine gemeinsame Strategie der Verteilung der Migranten und der Migrationssteuerung, ohne klare gemeinsame Regelungen, entsteht die Destabilisierung der EU-Aufnahmeländer und der EU. 65% der befragten Personen einer Studie, die im Oktober 2015 durchgeführt worden ist, waren der Meinung, dass die Flüchtlingskrise, der Zustrom von Migranten und Flüchtlingen den Zusammenhalt in der EU stark gefährden. Über 60 Millionen Menschen weltweit haben ihre Heimat verlassen oder sind auf der Flucht. Flucht und Heimatlosigkeit. Eine dramatische Situation, die seit Jahren andauert. Jetzt nehmen die Migrantenströme beispiellose Dimensionen an. Nur die Steuerung der internationalen Migrationsströme ist bis jetzt in den Vordergrund getreten, damit die Menschen in sicheren Ländern untergebracht werden können. Die Bekämpfung der Ursachen rückte stattdessen in den Hintergrund. All diese Entscheidungen führen zu riskanten gesellschaftlichen Veränderungen auf globaler Ebene. Die Bekämpfung der eigentlichen Ursachen durch Bemühungen um Frieden, Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung war eines der Themen, über das bei den Gipfeltreffen zu Migrationsfragen in Valletta im November 2015 beraten wurde. Die Kontrollen an den Außengrenzen sind nur auf ein Minimum gesetzt worden. Um diese in Gleichgewicht zu bringen, werden neue Sicherheitsmaßnahmen eingeführt,
oder werden wieder auf den Tisch kommen, so wie es jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung der Fall ist. Neue, hochentwickelte Sicherheitstechnologien werden dann zugelassen und eingeführt, obwohl noch keine Regelungen, Kontrollen und ethische Kriterien dafür festgelegt worden sind. Laut einer Bürgerbefragung ist es genau das, was sich die europäischen Bürger wünschen. Das EU-Forschungsprojekt SURPRISE hat die Ergebnisse der Bürgerbefragung zu Sicherheitstechnologien bewertet und veröffentlicht. Die Empfehlungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger werden an die Nationalstaaten und an die EU-Politiker weitergegeben, damit die Ergebnisse in künftigen politischen Entscheidungen mit berücksichtigt werden können. Lässt sich der Schengen-Raum trotz Terrorgefahr erhalten? Der schreckliche Terroranschlag vom 13. November hat uns die Ausmaße einer steigernden Gewaltbereitschaft mancher Terrorgruppierungen gegen die Menschen, gegen die Gesellschaft gezeigt. Wie geht die EU-Gesellschaft damit um? In einer Pressemitteilung betont die EU-Agentur für Grundrechte, dass alle Sicherheitsmaßnahmen die Grundrechte im vollen Umfang bewahren müssen, sodass diese Anschläge ihr Ziel nicht erreichen können. Welche Möglichkeiten gibt es im Kampf gegen den Terrorismus, Radikalisierung und der Gewalt? Darüber haben wir mit Manuel Marion von der Abteilung Internationale Bedrohung des OSZE-Sekretariats im Rahmen eines Interviews bei der Rechtsakademie Trier gesprochen. In Wien sprachen wir mit Kati Andrusz von der EU-Agentur der Menschenrechte über die aktuellen Themen wie die Migration im Kontext der Sicherheit, über die Notwendigkeit der Integration sowie über die Diskriminierung, die Auswirkungen auf die Radikalisierung hat. Die Sicherung der Außengrenzen, der Umgang mit der Migration und Gefahren, das Gleichgewicht zwischen der Sicherheit und Freiheit und die Einhaltung des Rechts sind die Voraussetzungen, die den Schengen-Raum bestehen lässt. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass Schengen uns sehr viele Vorteile gebracht hat. Wenn wir ein gut funktionierendes Schengen haben wollen, dann bedeutet es, auf den Schutz der Außengrenzen zusammenzuarbeiten. Vor allem wir sollten an dem gemeinsamen europäischen Asylsystem arbeiten. Mit der Errichtung von Grenzen lösen wir die Asylkrise nicht. Wir sind Europa mit einer Europäischen Union, die für die Grundrechte kämpft. Deshalb sind wir stolz auf Europa. Im Moment sorgen wir mit dieser Art, Probleme zu lösen, nur für schlechte Nachrichten. Wir sollten versuchen, es besser zu machen. Gemeinsam als Europa. Okay, thank you.